Okay, Leute, und hier sind wir wieder. Na, probieren wir es nochmal, ne? Okay, fuck. Alles klar. Na, dann mach mal. Und tap. Wo zum Teufel ist das Vieh? Ah, da hinten. Geht es gerade auf mich los? Ja. Wieso? Ja, ich glaube, du bietest mehr Nahrung als diese Kröten. Ich glaube, die müssen erst fressen, oder? Ja. Lassen erst mal mampfen und dann... Das hat er, glaube ich, nicht gesehen, oder? Ja, ich glaube, sie müssen so an. Da hinten ist er. Okay. Links rum. Geht es nicht ein bisschen schneller? Nach innen. Da sind Kisten überall, ne? So. Was war das? Warum kann ich die nicht aufmachen? Vielleicht mit Hollow Needle? Da steht, es ist ein Simple Lock, oder du? Oh mein Gott, musst du die aufbrechen oder so? Ja, so. Halleluja! So, aber die haben noch später für was anderes gebraucht, glaube ich, ne? Zum Initiieren von irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Nee, die haben wir später gebraucht, um das Mark von dem einen Typen rauszunehmen. Aber wir spoilern schon wieder viel zu viel. So. Wie geht's denn? Ich glaube, das war Sanity. Slight Headache. Ganz okay, an sich. Öl nachfüllen. So, ich mach's lieber zu. Ich trau den Viechern nicht. Ja, deswegen kommt auch gerade eins. Godly. Scheiße, dass die Türen nach innen aufgehen. Ja, das ist sie. Das ist voll bescheuert. So. Get the clan. Wo lang? Da lang. Willst? Das ist doch kein Kreislauf. Nein. Gut. Wieso gehen nach innen auf? Mal ernsthaft. Das ist voll unproduktiv. Ab. So. Gott sei Dank, ey. Uah. Ich mach das Spiel ein bisschen leiser, sonst hört man vielleicht was doppelt. Ja, aber nicht zu leise. Bist du genauso aufgeregt wie ich? Ja? So aufgeregt, dass du gar nichts sagst. Oh ja. So viel dazu. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal den schwersten Teil hinter uns. Ah. Ach, das war das, wo dann... Später das. Da ist gerade eine Tür auf da hinten aufgegangen. Ich glaube, da können wir trinken, ne? Kannst du planschen? Plansch. Ein Planschbecken. So. Wie geht's dem? Crystal clear. Hat so. Da geht's, glaube ich, in die Storage Room. Storage Area. Wenn ich mich richtig erinnere. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja. Storage. Oh, nee. Da wird's ekelhaft. Aber hier ist es schön. Noch. Hier bleiben wir. Für immer. Für immer. So, okay, Der Rest Let's Play wird ja in diesem Raum. Das Spiel ist hier vorbei. Ja. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Okay, Guest Room. Da war doch auch irgendwas, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ein Gästebett. Ein Dachs. Ja. Ich habe kein Amaretto, ich wollte eigentlich einen holen. Wir haben eh nicht genug Dings da. Koch Scheiße. Ja. Gut, weiter geht's. Okay. My journal is gone. What would they... Falls ihr da irgendwas hört, dass den Daniel seine Mitbewohnerin hat, Besuch. So, da ist nix. Ist da unten was drin? Nein. Okay.
Blut. Blut. Tinderbock. Ah, Crowbar. Okay. Hier ist es schon hell. July 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. So. Haha. Oh, ich liebe es, wenn es so schön hell ist. Ja, da liegt noch ein Zettelchen. Ja, ich weiß. Baff. Ein bisschen aufräumen hier. Irgendwie schaut's ja aus. Fehlt eine Hausfrau. Was ist das? Oh, wir haben einen Spezialgast. Der kommt hier gerade um die Ecke. Ein sehr ängstliches Wesen. Den Brief lese ich gleich. Ich weiß nur, dass gleich was kommt. Vielleicht hört ihr gleich was schreien. So. Du könntest trotzdem den Brief lesen. Ja, das mache ich gleich. Achtung. Achtung. Sie ist jetzt schon erschrocken. Please, will it be here? Auch ein Zettel. So. Gleich kommt was. Das weiß ich noch. Also ich muss erst den Brief lesen. Beide lesen. 3. July, 1839. Today I picked up things at the customs house. Alle schauen sie zu. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? Tja. I continued reading Guybrush Threepwood. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves... Ah, ich freue mich schon auf die Schreie der Frauen. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Ja, noch passiert ja nichts. Ich weiß ja nicht, was da... Oh, ist es hinter die Janine kauert. Oh, oh! Lelly, guck! Hergucken! Ja, ich versteck mich. Ja, das ist. Wir sollen sie auch nicht sehen. Es kommt schon wieder. Hoffentlich ist es weg. Aber crystal clear. Einfach rausrennen und mal freundlich nach dem Weg fragen. Guten Tag! Wo geht's denn hier zur nächsten Bahnstation? Durch den Inner Sanctum. Boah, Randale! Ein ausgestopfter Flatsch. Ach, hab ich dir eigentlich schon reingeschaut? Nein. Aber jetzt kann ich mal diesen... Ah! Raus! So. 4th of July, 1839. Ja? It's done! The orb is assembled. Schon wieder? I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea.